Guten Morgen, Ladies and Gentlemen, und willkommen zurück zu Forza Horizon 4, zu Folge 199, also die letzte vor der 200, die dann vielleicht übermorgen kommt. Ich guck mal, dass ich es sehr weit hinbekomme. Auf jeden Fall werden wir heute mal wieder eine Folge Zufallsgenerator, Quatsch, Zufallsaufbau machen, was dementsprechend bedeutet, ich werde irgendeine alte Schippe fahren und die auf Driften aufbauen. Ich habe keine Ahnung. Dafür werde ich jetzt erstmal den Zufallsgenerator mir zur Seite legen. Es wird wieder ausgelost. 1, 2 und 3. Das ist die Nummer 136. Oder muss ich ein bisschen hochscrollen? Ich bin gerade am anderen Ende der Tabelle. Das kann jetzt vielleicht ein gutes Stück dauern, aber das Fahrzeug, was ich mir heute aufbauen werde, ist die 66er Chevrolet Nova Supersport. Okay, das wird interessant. Dann werde ich mir die jetzt erstmal zulegen und danach lose ich aus, welchen oder ja, doch welchen Aufbau ich mache. Hier, da ist die Nova. Ich glaube, die bin ich ganz am Anfang vom LP mal gefahren. Sicher bin ich mir da nicht. Das könnte auch eine Chevelle gewesen sein. Ne, Quatsch, das müsste die Nova gewesen sein. Naja. Ich habe für die ein Design, glaube ich. Bin mir gerade nicht sicher. Ersteller. Ja, tatsächlich. Ja, doch, da ist es. Hier. So Classic Racing inspiriert. Gefällt mir ganz gut eigentlich. Ja, und jetzt ist natürlich die Frage, was werde ich mit dem Karren anstellen? Wie darf ich ihn aufbauen? Ich glaube, Faste wird alles können. Ich glaube, Offroad wird so das größte Problem, wenn ich das machen muss. Aber Drift und Performance sollte beides kein Problem sein. Egal. Es wird jetzt wieder ausgelost. Und zwar 1, 2, 3. Also zwischen 1 und 3. Es wird das erste Mal gelost, das zweite Mal und das dritte Mal. Was ich jetzt nicht gesehen habt, ist, dass der Zufallsgenerator dreimal auf der 3 geblieben ist. Was bedeutet, ich mache einen Driftaufbau. Schon wieder. Wow. Okay. Ja, driften. Eigentlich kann ich den Wagen so lassen. Aber naja, wir gucken mal. Er kriegt Sportreifen auf jeden Fall. Und die werden auch ein bisschen breiter, weil man muss ja kontrolliert driften. Das ist so die Hauptnummer an der ganzen Schoße. Ich würde sagen, er kriegt die Felgen hier. American Racing passt immer auf den Wagen. Beziehungsweise generell auf amerikanische klassische Fahrzeuge. Und die Reifen werden jetzt ein gutes Stück rausgeholt. Ja, bei vorne geht gar nicht so weit. Egal, egal. Das Zeug lassen wir mal. Wobei hier, ich würde sagen, wir können schon mal ein bisschen übertreiben, wenn es ein Driftaufbau wird. Huch, nee, fortsetzen. Da werde ich gleich aber auch die Grundfarbe von dem Wagen ändern. Wenn sowas richtig flashiges. Kriegt er einen modernen V8 oder lasse ich es bei dem alten? Das ist jetzt die große Frage. Eigentlich würde ich sagen, wir schmeißen mal einen aktuellen V8 rein. Warum nicht? Und es macht jetzt nur Sinn, dass ich einen Kompressor draufschneide, ne? So wie der Wagen gerade dasteht. Getriebe etc. brauchen wir aktuell bei dem Wagen. Und ein Driftfahrwerk. Jo. Das ist mal tiefgelegt, würde ich sagen. Irgendwie kommt in diesem Format fast ausschließlich Drift dran. Ich glaube, wir hatten einmal Offroad bisher. Und Performance, soweit ich weiß, gar nicht. Da bin ich mir gerade aber gar nicht mal so sicher. Jo, okay, das könnte vielleicht ein bisschen übertrieben sein. Der kriegt noch eine Nockenwellenstufe. Aber ganz ehrlich, komm, den hauen wir auf die 1000 Newtonmeter hoch. Das heißt, er kriegt noch Ventile. Ah, komm, gehen genau 1000. Das wäre ja der Wahnsinn, warte. Jawohl, 1000 Newtonmeter. Und 583 kW, das dürfte auch ein halbwegs gerader Wert sein, oder? Lass mich das mal eben überprüfen. 792. Okay, fast 800 also. Kann man machen, würde ich sagen an der Stelle.
Jetzt gucke ich mal an der Stelle aber nochmal ganz kurz nach, was mir gesagt wurde letzte Folge bezüglich von Driftaufbauten, weil da wurden mir ein paar nette Tipps gegeben. Die suche ich mir jetzt ganz kurz raus eben. Na, wo ist sie? Wo ist sie? So lange ist er doch noch gar nicht her. Ja, guck mal, letzte Woche war das erst. So, mir wurde geschrieben. Also, wurde der Kommentar gelöscht oder wo ist er hin? Ah, ne, da. Zum Driften immer bei den Hinterrädern den Sturz auf Maximum, dann hat er hinten so gut wie keinen Grip mehr und lässt sie richtig schön driften. Mein Geschmack halt. Und das war's. Okay. Naja. Also, ich sag das mal so: Sturz hinten maximal positiv. Halte ich jetzt persönlich für sehr komisch auf jeden Fall. Wir machen das Getriebe mal ein bisschen knackig kurzer. Knackig kurzer, ja, hast du verstanden? Hinten auf positiv. Dann haben wir so ein sehr unschönes Gleichgewicht, finde ich. Ich würde sagen, wir gehen hinten aber mal auf minus 3 Grad. Weil, wie gesagt, das Ding muss kontrollierbar sein. Wenn, wie gesagt, auch hier wieder irgendjemand Tipps hat, mir gerne schreiben. Ich lese sie mir durch. Sagen wir es mal so. Nein, das Ding ist, ich denke mir halt, wenn ich vor der negativen Sturz habe und hinten positiven, dann habe ich einfach so ein unschönes Unverhältnismäßigkeit. So eine richtig unschöne. Wow, das war auch wieder ein Spruch, ne? Nee, das ist so ein richtig schön unschönes Ungleichgewicht. Das gefällt mir einfach so nicht. Das kann ich mir jetzt so in meinem Kopf gerade nicht so super vorstellen. So, ja, wobei gehen wir mal ein bisschen mehr aufs Heck mit der Bremse. Und so in etwa sollte der funktionieren. Glaube ich. Naja, wir gucken mal. Wir gucken mal. Wie gesagt, die Grundfarbe werde ich jetzt auch eben ganz fix ändern, wenn das geht. Eigentlich sollte das funktionieren so. Wenn nicht, muss ich halt eben das Ursprungsdesign draufladen. Ja, okay, es geht. So. Genau. Ich würde sagen, wir gehen auf jeden Fall Metal Flake. Und ich habe irgendwie Bock so rot. Gehen wir den ersten Ton ein bisschen dunkler. Huch, nee. Und dann den zweiten so ein Tacken heller einfach. Ja, das passt, finde ich. Das passt sehr schön. Dann gehen wir von den Felgen her noch etwas in den dunkleren Farbton rein. So Alu. Das ein Tacken dunkler machen sollte gar nicht so schlecht aussehen. Und die Scheiben können noch ein bisschen dunkler werden. Na. Bin ich leider immer noch reingezoomt. Zoom, zoom. So, dann sieht das Auto jetzt so aus. Ist auf jeden Fall kein klassischer Drift, das sagen wir mal so. Da gibt es auf jeden Fall andere Fahrzeuge. Also generell, wenn man den Muscle Car auf Drift aufbaut, dann muss es für mich fast ein Fastback sein. Aber naja, wir gucken einfach mal. Die Farbe steht dem, ne? Die gefällt mir. So, jetzt im Winter, wenn ich ihn da nicht quer kriege, dann habe ich ein ganz dickes Problem. Das Ding ist halt auch der Unterschied zwischen Wagen geht quer. Und Wagen geht kontrolliert quer. Bin ich mal gespannt, in welche Kategorie der reinfällt. Ob das kontrollierbar ist oder nicht. Wir sind da vorne jetzt erstmal gleich bei dem Kreisverkehr. Da gehören wir hin, würde ich aber mal sagen. Na komm, bisschen enger. Also jetzt echt den fünften rein bei Tempo 80.
Ja, wobei. Also das klappt schon. Ich muss mich hier nur ein bisschen reinfuchsen wieder auf jeden Fall. Ich sage halt jedes Mal wieder, ich bin kein Drifter. Überhaupt nicht. Deswegen bin ich um jeden Tipp dankbar. Ich könnte mir jetzt vorstellen, dass da vorne gleich irgendwo. Oh Gott, aua. Ein NPC blöd hängt, wollte ich sagen, aber eine Mauer könnte es auch sein. Und dann driften wir jetzt noch ein bisschen in der Stadt rum, erstmal wieder. Ich weiß, ich bin hier jedes Mal, wenn ich drifte. Denn ich bin immer in der Stadt. Naja. Ich sag mal so, hier driftet sich's halt am geilsten. Es waren immer so die Städte für mich, welche geile Driftrouten hatten. Damals in Horizon 2 kann ich mich noch sehr, sehr gut an eine Route in Nizza erinnern, die ganz geil war zum Driften. Oder auch von nicht Castelletto. Ja, wie hieß die Stadt unten rechts nochmal? Shit, ich weiß es gerade gar nicht mehr. Ich muss definitiv mal wieder Horizon 2 spielen. Das geht ja so gar nicht. Ja, da gab es halt auf jeden Fall auch mal eine ganz nette Driftroute. Wie hieß die denn nochmal? Irgendwas mit M, glaube ich. Das macht mich gerade fertig, ne? Einen Moment. Was war's? Doch, es war Castelletto. Das war dann das, was ich für Castelletto gehalten habe. Ach, Montalino, San Giovanni und Castelletto habe ich gerade alle verwechselt. Sehr schön. Dann war es doch Castelletto. Ich dachte mal, Castelletto, so Castell, Castle, Schloss. Das habe ich halt für San Giovanni gehalten. Und Montalino, das ist die Stadt, wo eigentlich nichts war, beziehungsweise der Festivalstandort, wo eigentlich nichts war, habe ich für Castelletto gehalten. San Giovanni dachte ich halt, naja, dass das Montalino ist. Also so ziemlich alles durcheinander geworfen, was irgendwo geht. Naja, Nizza konnte ich noch zuordnen. Nizza. Da war ich mir noch, oder bin ich mir immer noch hundertprozentig sicher, wo das ist. Nizza war ja diese Stadt im Meer, ne? Ah ne, das war Atlantis, Sheet. Aua. Oder war es doch Venedig? Geografie, meine Freunde. Lernt es. Sonst macht ihr euch derbe zum Affen. Das ist halt echt das Ding bei Geografie. Entweder du weißt halt etwas, dann interessiert es aber keine Sau. Oder du weißt halt etwas nicht. Und naja, das merkt jeder. Irgendwie. Geografie ist so, also generell so einfach Standorte von Städten. Das kannst du dir nur höchst selten erschließen. Außer du weißt halt beispielsweise, keine Ahnung, Sanford liegt am Meer. Dann weißt du schon mal, okay, das wird nicht in der Nähe von Nürnberg sein oder sowas in der Art. Naja. Ich würde sagen, ich suche mir mal ein paar Driftzonen raus, die man machen kann. Gibt es in der Stadt tatsächlich keine. Das habe ich, glaube ich, schon mal festgestellt. Naja, dann gehen wir hier hin. Währenddessen gucken wir noch hier vorbei. Ich meine, eigentlich habe ich schon genug Kreise gedreht. Ja, dann berechnen wir mal die neue Route, bitte. So. Also es ist auf jeden Fall
Obwohl er, glaube ich, der Drifter ist mit der meisten Leistung, den ich bisher aufgebaut habe, in allen 199 Folgen, ist das doch der langsamste Drifter. Wirklich sehr schön für enge Kurven hier. Aber schnelle Kurven werden, glaube ich, eher kritisch. Aber gut, das sehen wir gleich. Die Driftzone, die da auf uns zukommt, hat ja ein paar sehr... sehr, sehr, sehr schnelle Kurven. Aber mal gucken, was ich hier so jetzt reißen kann. Dass die Geschwindigkeit halt einen Faktor spielt bei der Punktzahl, könnte mir so ein bisschen was kaputt machen. Gut, ich meine, wenn ich sowas abliefer, dann ist das jetzt auch nicht unbedingt positiv. Du hast dein Ziel erreicht. So, 105.000. Was waren 3 Sterne und was war meine Bestleistung? 125.000. Okay, das ist definitiv nicht wenig. Ist das machbar, ist die Frage. Ich probiere es einfach nochmal in die andere Richtung. Ich weiß nicht, ich habe halt die eine Kurve schon massiv verkackt, muss man sagen. Ja, halbe Punktzahl ungefähr. Na komm, ja doch. Ist machbar. Du hast dein Ziel erreicht. 141.000, damit neue Bestleistung. Sehr schön. Sehr, sehr gut. Noch eine Driftzone. Wie würde ich sagen, wir kriegen noch definitiv eine hin. Wir haben ja erst 17 Minuten rum, also bitte. Ist ja nix. Fahren wir noch hier hin. Bei nächster Gelegenheit wenden. Ey, aus dem 5. Gang mit Burnout los. Kann man machen. Geht das auch aus dem 6. raus? Naja, so ein bisschen. Na, wie viel kriegen wir diesmal in die Richtung hin? Bestimmt wird dieser Lauf viel besser als der andere gerade in die andere Richtung. Allein die Kurve ist halt, also die Linkskurve gerade, Rechtskurve, mein Gott, ist halt in die andere Richtung deutlich schöner zu driften, finde ich. Du hast dein Ziel erreicht. Ja, aber also schnellere Drifts, so ich würde es einfach sagen, mittelschnelle Drifts bis 170 meinetwegen, gehen halt auch noch klar. Also der Wagen ist jetzt nicht ausschließlich für langsame Drifts, sagen wir mal so. Nur halt für die ganz schnellen, so Tempo 200 plus, naja, eher ungerne. In 400 Metern rechts abbiegen. Ich kann es mal probieren. Ja, das geht so halb gut. Keine Ahnung, was ich hier erreichen muss überhaupt. Ich mach einfach mal. Na, erstmal einen Soundaussetzer gehabt. Oh, die wird aber auch in die andere Richtung schöner gehen. Einfach weil ich in die Richtung hier bergauf fahre. Du hast dein Ziel erreicht. 68.000. Was brauche ich? 75.000 und 86.000 war mein Highscore. Okay. Okay. Ja, wie gesagt, ich glaube, in die andere Richtung dürfte es ein bisschen smoother gehen. Hoffe ich zumindest einfach mal. Vor allem die Kurve hier ist halt super wichtig. Aber da muss ich halt relativ schnell rum eigentlich. Nicht mit den Geschwindigkeiten von gerade.
Ja, wobei. Na komm. Jawohl. 88.000. Neue Bestleistung. Sehr gut. Wo wäre denn noch eine Drift? Ja, ganz bestimmt Offroad fahre ich. Ganz bestimmt. Driftzonen. Ja, das Ding ist halt, dadurch, dass Winter ist, die hier beispielsweise, hier liegt halt Schnee. Na, das ist ein bisschen kacke. Ich glaube, ich könnte mal noch zu der hier runterfahren. Einfach nur mal probieren. Auch wenn das halt echt eine sehr schnelle Driftzone ist. Also da... Boah. Ja, ich weiß nicht. Ich habe auch bei den anderen beiden gesagt, dass das eher schwierig wird. Im Endeffekt hat es ja doch funktioniert. Elegant gebremst. Sehr elegant gebremst. Ja, an der Stelle auch mal der Hinweis auf den Livestream, welcher morgen stattfindet, von Forza. Also der Forza Monthly Livestream, wo das Update vorgestellt wird. Ja, werden wir ja dann vielleicht erfahren, oder wir werden erfahren, welche Fahrzeuge reinkommen auf jeden Fall. Welche Toyotas, wie reinkommen, ob vielleicht doch noch der Performante kommt. Wir werden sehen, wir werden sehen. Und ich denke auch mal, der Eliminator wird aufgelöst werden. Wenn man sich den Turm Tuesday anschaut, naja, da ging es um fast nichts anderes. So, wir sind gleich da. Und ich versuche halt einfach mal direkt in einem Schwung. Tatsächlich ist die sogar aus der Richtung hier leichter, also wenn das nichts wird, brauche ich es gar nicht mehr probieren. So. Ach komm, der Bürgersteig zählt schon nicht mehr zum Driften. Gut, 78.000, 95.000, ja, nee. Nope, das wird so nix, Gut, wir hatten ja jetzt schon einiges an Drift-Action im Verhältnis zu den anderen Folgen, wo ich den Mario ja serienmäßig vorher fahre. Das fällt ja weg, das sind ja schon so in etwa 5 Minuten. Deswegen, ja, vielleicht, damit man nicht verwirrt wird und denkt, das ist ein Performance-Aufbau und sich dann fragt, ey Andi, was bist du eigentlich, hast du gesoffen oder was? Ich sag darauf einfach mal pauschal nein. Nenne ich es einfach mal Drift. Gut. Ich würde damit sagen, das war's für die Folge. Bis zum nächsten Mal. Servus.